Herzlich willkommen zu Am Rande der Bande, dem WZ-Videoblog zu den Krefeld Pinguinen, präsentiert von der Physiotherapie Simon Brüggemann. Ja, ein Vorweihnachtsgeschenk hatten wir jetzt zum Einstand von Pierre Beaulieu, und zwar das 5:1 gegen Berlin, wo Mike Schmidt sein erstes Saisontor gemacht hat. Leider hat man davor zwei Niederlagen hinnehmen müssen, und zwar einmal gegen Straubing im Shootout und einmal gegen Bremerhaven zu Hause. Aber gut, man hat zumindest jetzt nach dem Trainerwechsel oder der Trainerentlassung von Brandon Reed zumindest schon mal den Pfeil in die richtige Richtung gedreht. Unsere Gesprächspartner für heute, Pierre Beaulieu und Mike Schmidt. Der neue, im Moment, Head Coach. Pierre Beaulieu neben mir. Es ist natürlich eine schwere Situation für die Pinguine, und er muss natürlich jetzt den Kopf in die Bresche halten sozusagen, oder in die Bresche springen, sagt man ja. Aber im Moment ist es sehr gut gelungen nach dem 5:1 gegen Berlin. Pierre, thanks for having you, and like I said, right now you're the new head coach, and let's see how the future is gonna come, but the first game was pretty good, 5-1 against Berlin, and how do you think is the team ready for the next one? Well, I think that to get ready for the next one is about daily habits. So that's one thing that we've been talking about since the coaching change, that the way we prepare, the way we come into the rink, what mindset we have, and the way we practice every day leads to good performances. So I was happy with our practice again today, and I'm pretty sure the guys are going to be ready tomorrow, and we're going to do everything we can to push Dusseldorf for a home win. Also er sagt, es sind natürlich diese Vorbereitungen zum Training und diese Kleinigkeiten, diese Sachen, die man täglich macht, dass man sich einfach, ja, wie ich schon gesagt habe, vorbereitet in die Halle kommt, und das Training, wie gesagt, war heute auch sehr gut und die Jungs sehen vorbereitet aus für Düsseldorf. Are there many things you're gonna change or you're gonna keep basically everything kind of the same? I know it's a tough situation because you can't change the whole thing, but are there any changes you're gonna personally put in? Ist da irgendwelche großen neuen Neuerungen, die der Pierre jetzt reinbringen möchte? Well, I think that, as I said in my first press conference after the Straubing game, I believed in the system that we were playing when Brandon was here. He and I came up with those concepts together, and I believed in that. So from a structural standpoint, there's going to be some little adjustments, some little habits, some focus and some emphasis in certain areas so that we can get tighter. One thing is that we need to defend better. We've done that in the last two games. That's why the guys are getting rewarded. We're playing with the puck more. The other thing is that we're going to be a more puck possession team in the offensive zone. So not just focus on playing with the puck, embracing the cycle, spending time in the offensive zone, and taking care of the puck and managing it so that we're balanced when it comes to play defense when we don't have it. Also auf jeden Fall sagt er, die Verteidigung, um es mal zusammenzufassen, ist nochmal sehr, sehr wichtig. Und vor allem das, dass man auch in der offensiven Zone auch mehr den Puck auch hält und ein bisschen mehr mit der Scheibe auch macht. Und es sind eben diese, wie er schon anspricht, man kann natürlich jetzt alles übersetzen, ins Detail gehen, aber diese kleinen Kleinigkeiten, diese wichtigen Sachen auf dem Eis, wie jetzt zum Beispiel eben, dass man den Puck nicht oft abgibt und einfach mal jetzt, ja, wie im letzten Spielen das macht. Last question. It's kind of late. You know how it is, the points and everything. You think that there's a big chance to really get, like, let's say, 5 wins out of 6 games? I think the team is right now ready for that, and you think it's kind of like, especially when you play against those big teams, right? You have big teams coming. It's not going to be easy, right? No game in the DEL is easy. That's why it's a good hockey league. So our focus is the present and being in the moment, and that's what I've talked to the guys about. That's where I want our focus, on one day at a time, and taking care of, like I said before, how we're preparing, what kind of attitude we have, what kind of mindset we have, what kind of approach we have to our game preparation and our game management. And once that's taken care of, then the results will follow. But we're not going to chase results and worry about 6 games down the road. It's here, it's now, and if we're doing the right things, the results will come. Also kurz auch zusammengefasst sagt er, man kümmert sich nicht darum, wie viele Punkte man aus bestimmten Spielen holt, man geht Spiel für Spiel an. Es ist eben die Vorbereitung, die wichtig ist, sagt er, und das zählt vor allem auch. The last thing is, what are you doing at Christmas? Was macht der Weihnachten? I'm going to try and relax a little bit. It's been a busy 8 or 9 days here, so my wife and I are having her family here from Vienna, so that'll be really nice. Enjoy some quiet time with them for 2 days and then right back to work, so. Also ganz einfach, sagt er, die Frau hat die Familie da aus Wien und man genießt einfach eine schöne weihnachtliche Zeit. Und ich sage jetzt mal auf Tschechisch, Veselé Vánoce, and you say it in German, frohe Weihnachten. Premièrement en français, joyeux Noël, and secondly in Deutsch, frohe Weihnachten, wünsche alles zusammen. Perfekt, man hätte es nicht besser machen können. Pierre, vielen Dank, frohe Weihnachten und gutes Spiel. Danke.
Mike Schmitz hier, wir haben zusammen damals schon mal auf dem Eis gestanden im Training, als er von der DNL eben hochgekommen ist. Und jetzt hat er sein erstes Tor geschossen. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Mike. Und erzähl mal, wie fühlt es sich an? Ja, ist natürlich ein super Gefühl, dass es dann mit dem Sieg auch noch geklappt hat in Berlin. Natürlich umso besser. Freut's für mich persönlich und auch für die Mannschaft in einem. Ja, vor allem im Moment natürlich nach dem Trainerwechsel gab das Spiel nochmal Aufwind. Erzähl mal für dich erstmal persönlich, wollen wir mal reden, wie hast du dich so in das Profigeschäft eingefunden? Ja, ich bin ja jetzt durch die Oberliga in Duisburg und dann über die Pinguine jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und soweit ganz gut, würde ich sagen. Der Anfang ist immer schwer, da als junger Spieler hochzukommen und sich seinen Spot zu erarbeiten und da bin ich jetzt weiter dran und mache das Beste draus. Ich hatte damals zum Beispiel auch, als ich jung war, so einen Mentor in der Kabine. Es war damals der leider verstorbene Adam Svoboda, der Torhüter, aber der hat mir zur Seite gestanden, Rat und Tat und war einfach mit der beste Freund. Hast du auch sowas hier? Wie zum Beispiel ein Dimi Petzold oder so? Ja, der Dima ist natürlich Wahnsinn, der hilft einem weiter. Hält nur nichts, habe ich gesehen, ne? Doch, gegen mich reicht's noch. Aber ernsthaft, hast du jemanden? Ja, mit dem Dima war ich jetzt zum Beispiel auf dem Zimmer auch, aber in Auswärtstouren, so, das hilft natürlich schon weiter. Ne? So ein erfahrener Spieler, der auch schon mal drüben war, der kann uns schon die ein oder anderen Tipps geben. Oder in Daniel Pieta oder Martin Schimanski, die auch schon lange hier in Krefeld sind und speziell hier mit dem ganzen Drumherum die Erfahrung haben, das hilft natürlich schon. Dann die allerletzte Frage ist, wie verbringt ihr euer Weihnachtsfest? Unsere Familie ist immer traditionell bei meiner Tante und da treffen sich dann alle zusammen und da kommen alle einmal im Jahr dann wirklich alle zusammen und ist eine schöne Sache, auch wenn es für uns Hockeyspieler nur die ein oder zwei Tage sind, aber die genießt man dann umso mehr. Du machst den Braten? Auf gar keinen Fall. Dann will ich gerne auch noch, dass du den Fans da draußen schöne Weihnachten wünschst und damit sag ich schon mal vielen Dank. Ja, liebe Fans, erstmal vielen Dank für eure Unterstützung, auch in der schwierigen Situation. Für uns ist es auch nicht einfach und deswegen hilft es umso mehr, dass ihr immer da seid und uns unterstützt in der Halle. Und ich wünsche euch frohe Weihnachten und wenn wir uns nicht mehr sehen im Stadion oder irgendwo, guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Super Schlusswort, vielen Dank. Danke, danke. Das war's wieder mit Am Rande der Bande. Heute sitzen wir hier in der Chill-Ecke oder ich sage jetzt mal Meeting-Besprechungsecke in der Pinguine-Kabine. Und wir weisen schon mal darauf hin, am Freitag um 19.30 Uhr ist Derby-Time gegen die DEG und da wäre es natürlich klasse, wenn nochmal im letzten Heimspiel der Saison gegen Düsseldorf alle reinkommen und die Mannschaft unterstützen, dass man den Wind und das Feuer vom letzten Spiel gegen Berlin auch mitnehmen kann. Denn Sonntag geht schon nach Bayern, 14 Uhr nach Augsburg. Augsburg hat am Freitag in Köln gewonnen. Also, naja, gut, gegen Ingolstadt 3-4 nach Verlängerung verloren. Aber gut, das ist alles nur Statistik, alles nur Zahlen. Jedes Spiel, jeder Tag ist neu in der DEL. Man kann nicht davon ausgehen, dass das groß was zu bedeuten hat. Aber es gibt immer so ein persönliches Selbstvertrauen und das haben die Pinguine jetzt auch. Der Andi, wunderbar angezogen und ich habe auch mein Central Hockey Weihnachtsshirt dabei. Und wir wünschen euch natürlich zusammen ein gesegnetes Weihnachtsfest, viele Geschenke und vor allem ganz viel Gesundheit. Und Andi, was machen wir an Weihnachten? Was machst du? Ja, ich bin wie jedes Jahr natürlich mit dem Martin unterwegs und einigen Mitstreitern, sage ich mal. Wir machen das seit, glaube ich, jetzt fast 10, 15 Jahren. Ich bin ja zugestoßen vor 10 Jahren. Ich muss das mal eben ein bisschen ablesen, damit ich keinen Namen vergesse. Also wir suchen jedes Jahr am 24. um 10 Uhr morgens die Kinderkrebsklinik in Krefeld, was eine sehr schöne Aktion ist, um mal jeden mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, dass man mit Glück sagen kann, wir haben gesunde Kinder, wie du auch hast, zu Hause. Ja, die besuchen wir dann im Helios Krankenhaus in Krefeld und bringen ihnen Geschenke mit und die freuen sich jedes Mal, wenn wir so erscheinen bei dem Herrn Dr. News. Mit dabei sind natürlich immer Pizzi, Schimmi, die Sprecher oder Sprechertisch hier praktisch, der Christian Peters Lach und der Volli sind natürlich dabei. Dann auch noch Aline Focken, Anne Poleska, den Volli habe ich erwähnt, den Chris habe ich erlebt, natürlich und den Martin Jung mit seinen Geschwistern und seiner Frau natürlich. Und der Riefi wird heute oder dieses Mal auch zum ersten Mal dabei sein. Also das ist jedes Mal etwas sehr Schönes, wo man wirklich, Lukas, auf die Tatsachen noch am Boden gebracht wird, was man doch froh sein kann, wenn man gesunde Kinder und eine gesunde Familie zu Hause hat. Ja, und dann geht es dann gegen Mittag nach Hause, dann finden die Vorbereitungen statt.
Ich muss dann die Gans in den Ofen schmeißen und warte, dass sie irgendwann dann nicht selber rausgeflogen kommt, sondern rausgezogen wird. Und dann beginnt das schöne, gemütliche im Kreise der Familie. Das ist sehr schön, wirklich. Aber wichtig ist, Freitag muss die Hütte brennen, weil der Pierre gibt wirklich, haben wir gerade gesehen, auf dem Eisgas. Und die Jungs, die sind heiß. Heiß wie Frittenfett. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem nach diesem schon benannten Sieg. Natürlich ist das nur ein Spiel, aber man muss immer sehen, die Jungs haben jetzt hier gerade eine neue Phase, in Anführungsstrichen neuen Trainer, der Haupttrainer. Und die Zukunft ist ja, wie jeder weiß, im Moment sowieso so ein bisschen ungewiss. Deswegen, gerade jetzt ist es wieder wichtig, dass die Fans einfach mal Eishockey-Denken haben im Kopf und die Jungs voll unterstützen, denn die geben ja wirklich auf dem Eis alles. Man hat hier im Endeffekt im Moment nur zu gewinnen. Ja? Man ist im Moment nicht so gut in der Tabelle. Ja. Man kann natürlich nur nach oben klettern und noch das letzte, sag ich mal, halbe Jahr, was man noch knapp hat, kann man noch mal schauen, dass man alle möglichen Punkte einsammelt. In diesem Sinne, wie gesagt, viel, viel Gesundheit. Ja? Wir werden auch am 24. mit der Familie feiern, wie jedes Jahr. Und dann freut man sich natürlich, dass man zusammenkommt. Und ja, die wahren Werte, das könnt ihr uns glauben, ist nicht materiell, sondern ist wirklich das Beisammensein, die Gesundheit, wie gesagt, und einfach nur, dass man glücklich darüber ist, dass man sich hat, und das zählt am Ende wirklich ganz, ganz viel. Genau. Und die Geschäftsstelle hat uns etwas, ich hätte fast gesagt, selbstgebackenes hier hingestellt. Aber nur für Torhüter, ne? Nur für also, Torhüter, weil ich habe schon genug hier. Aber ich trinke ein Stückchen Glühwein mit den schönen Kaffeetassen. Ich würde sagen, Prost. Ja, Prost und frohe Weihnachten und was, ja, was ich noch sagen wollte. Wenn ihr das Video seht und es gefällt, auf der WZ-Facebook-Seite einfach mal einen Daumen hoch da lassen. Oder wenn ihr Anregungen habt, einfach mal einen Kommentar da lassen. Und wichtig ist jetzt nicht irgendwo, wo es geteilt ist, weil das bekommen wir da nicht mit. Sondern auf der WZ-Facebook-Seite, WZ Krefeld, dort ein Like oder Kommentar abgeben. Dann wissen wir beide, was wir verändern können. Oder wenn ihr mal einen besonderen Spieler haben wollt, den wir nicht auf dem Schirm haben. Genau, einfach mal der vielleicht nicht sagen. Sein erstes DL-Tor geschossen hat. Einfach mal kommentieren. Okay. Genau. Und nicht vergessen, ich habe noch die Schienen zu versteigern. Schaut auf meiner YouTube-Seite vorbei. Einfach Luki Lang eingeben und dann seht ihr schon den Clip. Der Link, der kommt erst noch, weil am 23. oder am 22. wahrscheinlicher setze ich das rein. Und dann könnt ihr auch bei eBay die Schienen ersteigern. Und das geht zugunsten auch von krebskranken Kindern. Rosis Kids Corner. Jetzt genug gelabert. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Prost, Prost.